Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Secrets of Grindia bei uns auf dem Konfi-Kanal. Bei mir ist der Jung. Ja, moin! Und wir sind ja hier weiter in diesem Mathe-Prüfungstempel-Palast, whatever, drin. Wir sind jetzt in einer neuen Kammer. Wieder eine kleine neue Art von Rätsel. Ja, wir müssen auf 3 kommen. 4 minus 1. Plus 2. Aber wir müssen alle 3 benutzen. Ah, okay. Ja. Ich dachte, man muss nur so auf die kommen. Ja, hätte ich auch vielleicht gedacht. Ah, 1 minus 2 plus 4. Wenn man in den Minusbereich darf, dann macht das Sinn. Ja, das ist 3 plus 1 mal 2. Das war echt easy as fuck. Hast du aber richtig schnell gelöst. Oh, fast 1887, ey, lol. 2 7. Minus und 1 plus. 8, ich probiere einfach mal um. Minus 7. Oh, du hast 8. Dein Typ ist auf die 8 gelaufen! Du hast jetzt 8 plus 8 genommen. Danke. Ja, kann das ich ist den irgendwie töten? Hier, schlaf mal. So. Jetzt ist auch schon 2. 2 minus 8 plus 7 minus plus 8. Ja, war doch 7. Oh, jetzt ist das schon wieder irgendwie. Kann man nicht einfach hier irgendwie mal. Wo gibt's hier. Das ist ein bisschen nervig. Die denken an alles, aber nicht da hier das resetten zu können. Wir müssen auf 7 kommen. Lass uns unser Brain anstrengen, Sam. 8 plus 8. Plus 8 7. 8 plus 8 sind 16. Ja, minus 7 sind 9, minus 2 sind 7. 8 plus 8. Minus 7, minus 2. Ja, nice. Easy, easy for us. Oh Gott. Fünf mal sieben ist 35, aber wir müssen minus. Ich war bei 2 plus 5 ist 7, das kommt auch nicht hin. 1 plus 5 ist 6 mal 7, ist 42, ne? Ja, das sind wir dann bei 40 mit dem minus 2, nicht bei 38. Ah, ich hab's. Nice. Gott. Das ist doch das Einfachste von der Welt, müsste man meinen. Wenn's mal 0 gäbe, ja. Ich hab's verkackt. Ich hab grad irgendwie gedacht, das ist das Einfachste von der Welt, aber es ist nicht. Ich hab's verkackt. Warum kann man es nicht resetten? Okay. Was hatte ich schon gerade im Kopf? Kann man mit Klammern rechnen? Ja, leider nicht. Ja, das wäre aber auch echt hart, ey. Wir müssen bei dem Mal-Ding auf. Also bevor der Mal. Der letzte Mal muss das letzte sein. Da müssen wir doch auf 0 kommen, oder? Nee. Du würdest ja mit Mal zum Schluss nur auf 0 kommen, wenn du mit 0 multiplizierst. Anders ja, das meine ich ja. Wir müssten dann 0 haben. Wir können haben, ja nicht mit 0 multiplizieren. Minus. Und was?
6, minus 8 sind wir bei minus, ne, das geht nicht, 6, minus 7 sind wir bei minus 1, plus 8, doch, minus 7, plus 8, minus 7. Holy shit, nice, gelöst. Oh! Drei Kisten. Okay. Okay, wir müssen zusammen aufnehmen, okay. Ein Taschenrechner-Schild. Schildrechner, auch was für Fotzen, ey. Wolke 7. 7 als Anhänger oder so. Ein Puzzlezähler. Was für Fotzen. Dadurch, dass du diesen Raum erreicht hast, musst du meine beiden Meisterwerke gesehen und bestanden haben. Ich sehe sie mit großer Ambivalenz. Ich liebe ihre numerische Schönheit, doch ich hasse sie, da ihr Zweck durch das Versprechen des Fortschritts, der Verlockung der Belohnung beschmutzt ist. Meine Liebe für Mathe wurde nie von solchen Grundbedürfnissen geleitet. Mein Grund war die Mathe selbst. So beschloss ich, meinem zweiten Meisterstück ein Addendum hinzuzufügen. Hier folgt der Pfad der Unendlichkeit. Es gibt keinen Sinn. Es gibt keine Belohnung. Es gibt kein Ende. Nur Mathe. Auf ewig. Könnte man da quasi bis in die Ewigkeit solche Rätsel weitermachen? Bitte sagt mir nicht, dass... Bitte sagt mir, dass ihr nicht dort reingehen wollt, Belger. Nein. Ich will erstmal im Inventar meinen neuen Stuff angucken. Ob ich das nehmen möchte oder nicht. Schild hat mehr Mana-Angriff, aber hat keinen Spezialeffekt. Was hat aber auch halt gar nichts an Verteidigung, ne? Was ist denn Schildhaar? Ich glaube, Schild leben. Also wie lange du das Schild hochhalten kannst, bis du... Ja, wie lange die angreifen können, bis das Schild weggenommen wird. Aber eins kann man machen. Man kann ihn so ausrüsten, obwohl man das andere Schild noch offen hat. Ja, man kann den Stil quasi nehmen. Ist witzig. Die 7. Spezialeffekt. Ein Amulett in der Form einer Glückszahl. Bei jedem siebten Schlag kriegt man bestimmt einen kritischen Treffer oder so. Ob sich das lohnt? Was haben wir noch bekommen? Das, ne? Drei Sachen haben wir noch die bekommen. Die 7, den Taschenrechner und... gute Frage, was war denn das dritte? Die 7, der Taschenrechner? Alter, das war vor 2 Minuten, das müssen wir doch noch wissen. Ich habe nicht mal so viel Stuff irgendwie, dass da groß was. Nee, ich auch nicht. Das haben wir alles verkauft mal, glaube ich. Hä? Diverses ist nur Crafting-Zeug und so. Was haben wir denn gerade eben noch bekommen? Vor allem, ich habe das nicht mal in der Vorschau gesehen. Guck mal, ob man vielleicht noch mal in die dritte Truhe irgendwie... Nee, du kannst da auch nicht nochmal irgendwie ran, ha? Nee. Weil ich hatte das Item, glaube ich, nicht mehr in der Vorschau gesehen. Neue, wie kann ich die oben sortieren? Weiß ich nicht, mit Y. Objekt fürs Haus. Hausdekoration. Ah, na ja, gut. Wayne. Tja. Hm? Oben rein oder unten raus? Kommt man hier wirklich dann oben nicht mehr raus, dass man wirklich auf ewig Puzzle machen muss? Ganz ehrlich, ich würde es dem Spiel zutrauen. Aber ich irgendwie muss es einen ja wieder rauslassen, dass man weiter. Komm, wir gehen da rein, oder? Ja. 001, was heißt die 001 das ist da jetzt? Wahrscheinlich Stufe 001, du kannst wahrscheinlich... Nein, bis, das gibt, es gibt nicht wirklich 100 Räume. Bis neun, lass raus. Nee, bis, lass es raus. Gibt 1000 Räume. Lass raus. Echt jetzt? Das ist möglich? Die haben gesagt, bis ewig. Keine Belohnung, kein Dings, sondern nur noch Mathe auf ewig. Wenn wir den ersten Raum schaffen, können wir dann noch raus? Nee, das ist der Pfad der Unendlichkeit. Es gibt kein Ende, nur Mathe auf ewig. Es wäre super witzig. Wollen wir den ersten Raum einfach mal machen und dann gucken, ob... Man muss ja wieder rauskommen. Ja, safe. Drei.
Ich sehe wegen deinem Hut nicht, was die vierte Zahl. Achso. Boah, das ist nicht einfach, ey. What the fuck? Ja, Nummer 2. Das geht jetzt bis unendlich. Und hier dieser Puzzlezähler, das Ding haben wir jetzt fürs Haus bekommen. Du willst raus. Ja. Liebe Freunde, Jungen, mag kein Mathe. Doch, doch. Aber es ist 23 Uhr abends. Nein, es ist 10 vor. Oder 9 vor. Ja, genau, ja, das stimmt. Aber das ist mir too much jetzt. Also wir können gerne den ganzen Part, die ganzen nächsten 50 Parts Wenn wir mal extrem viel Langeweile haben, ne, wissen wir, was wir zu tun haben. Warum nicht, ne? Ja. Kein Schritt weiter! Ach, das war ein Ficker irgendwie. Ah ja, das war dieser Schnöselgeil. Ja, Ich habe die Unterhaltung mit deinem Vater gehört. Wenn Luke in Schwierigkeiten ist, sollte ich derjenige sein, der ihn rettet. Seht ihr, wir haben eine Art Freundschaft entwickelt. Es würde einem noblen Bild entsprechen, sein Retter zu sein. Tut mir leid, mein Hübscher, aber das ist ja kein Picknick der Oberschicht mit Tee und Plätzchen. Wir werden auch so schon in genügend Schwierigkeiten geraten, ohne dich babysitten zu müssen. Oh. Au. Narr! Wer hat etwas davon gesagt, zusammenzugehen? Schließlich gibt es nicht genügend Ruhm für alle. Ich werde euch zeigen, um wie viel stärker ich geworden bin. Und dass ich am besten für die vorliegende Aufgabe geeignet bin. Oh, verdammt nochmal. Hör auf, unsere Zeit zu verschwenden. Wir müssen ein Artefakt finden. Und ich muss meinen besten Freund retten. Und wenn das bedeutet, dass ich ein paar Bürgerlichen, ein paar Manieren beibringen muss, dann soll es so sein. Du und welche Armee? Ah. The ultimate rival, Mariano. Nee, Marino. Und damit unser erster Bossfight. Zwischenboss, ne? Oh, wie ich ihn eingefroren habe. Oh. Dein Frieren ist voll OP. Nice. Ich muss mein Ding hier wieder beschwören. Oh. Oh, ich muss trotzdem ein bisschen rumlevitaten hier. Das ist voll nice, oder? Das Levitaten. Oh, ist eingefroren. Oh. Okay, ich verstehe. Wie kann man dem denn ausweichen? Du musst da, wo kein roter Streifen. Ach, wo er ist? Nee, da, wo kein roter Streifen ist. Da gab's ein Fail. Ich krieg. Ah. Komm schon, Versager! Er lacht. Er lacht uns aus, Zap. Oh, wie kassiert! Aber ich hätte jetzt den Zauber noch machen sollen mit Angriffsgeschwindigkeit. Stimmt, das kannst du ja auch zaubern, ne? Okay, wenn er so macht, muss man in Bewegung bleiben. Alter, der hält aber viel aus, der Dude. Mitte war jetzt frei. Ja. Oh, okay, ja, das gut. Ging. Das fand ich einfacher als das erste Mal. Ja, muss ich auch sagen. Denk an deinen Trank. Ja. Warum nennt er uns eigentlich die ganze Zeit Versager? Er kassiert. Okay, so schnell bin ich nicht. Das war mir zu schnell, da habe ich echt Damage kassiert gerade. Oh, also ich glaube, die haben den Magio gebufft im Vergleich zu damals. Also das mit den Einfrieren, daran kann ich mich gar nicht erinnern. Ja, die Attacke war nur so und hat Damage gemacht. Richtig eingefroren habe ich damit keinen. Ja, dann dürfte er jetzt RIP sein. Ja. Nice. First try, easy. Verdammt! Verdammt! Warum kann ich nicht so stark wie ihr werden?
Ich habe so hart trainiert. Ich konnte sogar Luke fast besiegen, als wir gespart haben. Naja, zumindest so lange, wie er nur seine Fäuste verwendete. Du kapierst es einfach nicht, oder? Niemals wird Luke vor niemand wird Luke vor irgendwas retten. Entweder finden wir ihn, bevor er es findet, oder er hat es bereits, was bedeuten würde. Nun, sagen wir einfach, er wäre nicht so freundlich, seine Fäuste zu benutzen. Wonach genau sucht ihr eigentlich? Oh, nichts weiter. Nur ein antikes Artefakt, das eine Seele von den Verstorbenen zurückbringen kann. Es geht darum, doch den Beutel wieder zu beleben, ne? Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß auch nicht. Ja, genau. Ihr sagt es mir also nicht, hm? Korrekt. Na schön, ihr gewinnt. Ich muss zugeben, dass ihr für diese Mission geeigneter seid, als ich es bin. Nur beeilt euch bitte, ja? Ich würde es ungern sehen, wenn dieser Idiot verletzt würde. Verletzt? Reden wir über denselben Kerl? Wie ich Luke kenne, hängt er immer noch am ersten Puzzle fest. Ja, dann wäre er nicht so weit gekommen jetzt hier. Du hast recht, tut er vermutlich tatsächlich. Ich kehre besser nach Evergrind City zurück. Vielleicht kann ich mich mal an diesen Nebenquests versuchen, von denen er immer spricht. Er ist durch dich durchgelaufen. Schwert vergessen. Ja. Sagt Luke Hallo. Von mir. Ein Schwert. Oh, man kann es sogar aufheben. LOL! Ja, bringt mir nichts. Ich brauche einen Zauberstab. Okay, es gibt mir 5. Warte mal. Macht das Sinn? Dieses Schwert gibt mir 5 mehr Angriff, 16 mehr Angriffsgeschwindigkeit, dafür 50 weniger Verteidigung. Ich glaube nicht, dass das Sinn macht mit der Verteidigung. Aber. Ich glaube, ich habe in diesem Kampf nicht ein einziges Mal geblockt oder so. Aber es sieht cooler aus, deswegen werde ich es als Skill benutzen. Hm. Nee, aber ich glaube, Verteidigung ist auch der allgemeine Verteidigungswert einfach. Kann sein. Oh, Portemonnaie. Holy shit, ist die Stadt riesig. Na schön, genug der Ablenkungen. Wir sind hier, um in sein Boot zu schnappen. Wenn dieses verlorene Schiff über den Ruf verfügt, den dein Vater erwähnte, könnte es schwer werden, einen Seemann dafür zu engagieren. Seefahrer sind schließlich dafür bekannt, recht abergläubisch zu sein. Wie auch immer, gehen wir zum Hafen und probieren mal, jemanden zu finden. Wir wissen ganz genau, dass wir hier nicht einfach nur sind, um... Ich würde sagen, wir schauen uns erstmal überall in der Stadt um, ne? Ja. In jedes Haus durch und so. Ja. Oh, hier, mit der Kleinen will ich als erstes reden. Okay. Ich werde einen Fisch fangen und meine Familie vor den bösen Karotten retten. Vielleicht angle ich sogar eine Flasche mit einer Nachricht meines Großonkels, der mich darum bittet, ihn zu retten. Zur Farm kehre ich dann mit ihm unter einem Arm und einem riesigen Fisch unter dem anderen zurück. Mama wird so stolz sein. Könnte Sinbad nicht, ist das nicht eher ein Jugendname? Ich weiß es nicht. Ich bin der Meinung, dass ich das auch schon mal gehört habe, diesen Namen. Man ist immer ein bisschen verwirrt in dem Spiel, was das Geschlecht des Gegenübers angeht. No offense. Penrod. Wollt ihr ein Autogramm, Kinder? Dann bringen wir Sinter uns. Hey, danke. So, bitte. Nun aber fort mit euch. Ich muss... Du erinnerst mich an jemanden. Meine Güte, bist du möglicherweise Charlottes Sohn? Wer ist Charlotte? Flair. Woo! Das war die Mutter von dir. Die Mutter. Ich bin ja quasi bloß der Kumpel, du bist der Hauptcharakter. Ich glaube, das war die Mutter. Von uns. Wir sind Brüder. Du kanntest Charlotte. Ob ich Charlotte kannte? Aber natürlich, ich habe sie in ihrer Kindheit teilweise selbst aufgezogen. Ich denke immer noch oft an sie. Sie war eine große Inspiration für meine Bücher. Tut mir leid, wenn ich dich nur nach dem Aussehen nach einschätze, aber du musst Beutel sein. Meine Legende eilt mir wie immer voraus. Trotzdem, es ist seltsam, dass Charlotte dich nie erwähnt hat. Hat sie nicht? Oh, natürlich nicht. Ich bin nicht so verdreht, dass ich mein Kind dazu zwingen würde, mich bei einem Pseudonym anzusprechen. Ah, du bist also Joanne? Ganz recht, auch wenn ich Penn bevorzuge. Sicher. Nun, wir sehen uns, Penn. Danke für die Autogramme. Ich bin sicher, irgendwer wird dafür eine Menge springen lassen. Haha,
Da bin ich sogar sicher. Bitte komm mal wieder vorbei. Vielleicht habe ich mal was für euch zu tun. Ist das doch eher was Weibliches oder so? Das, von dem Bild war das hundertprozentig männlich für mich. Ist es für mich immer noch? Das Spiel ist zu verwirrend für mich. Aber war das immer so mit den Geschlechtern? Ich glaube, wir haben schon öfters überlegt, ja. Ja, aber irgendwie ist es ja jetzt nur noch so. Kann man da irgendwas lesen? Nee, ja. Doch. Ihr hättet die Gesichter meiner... Ihr hättet die Gesichter meiner Brüder in Evergrind sehen sollen, als ich hierher versetzt wurde. Sie waren grün vor Neid. Willkommen in Portemonnaie. Ich bin mir fast sicher, dass ihr euren Aufenthalt in Portemonnaie genießen werdet. Laut unseren Gästeumfragen tun dies jedenfalls 9 von 10 Besuchern. Zap. Ja. Jetzt mal hier so Butter bei der Fische, ne? Ja. Warum reisen wir beide eigentlich? Momentan ist das doch nicht so gut. Ja, weiß nicht. Portemonnaie ist scheinbar safe zu sein. Miau. Wischi. Wie viele Münzen muss ich diesem Wunschbrunnen opfern, bevor mein Glück mir endlich hold ist? Hast du je daran gedacht, deine Münzen für etwas aufzuwenden, das, ich weiß nicht, dir helfen könnte, Glückseligkeit zu erlangen? Das ist doch genau das, was ich tue. Die Rolle ist für dich echt wie auf Butter serviert. Dieses unselige verdammte Pech! Wer soll dich wissen, dass Teleportierplatten die Händlerinsel nicht erreichen können? Jetzt hat dein Käufer einen Rückzieher gemacht und ich habe jetzt eine Teleportplatte, die eine 500.000 Gold wert ist, übrig. Und als ob ich das nur... als ob das noch nicht schlimm genug ist, steckt jetzt auch noch im Sand fest, also kann ich sie nicht einmal fortbewegen. Und außerhalb der Stadt befindet sich bereits eine Teleporterplatte. Wer ist so faul, dass er einen Teleporterplatz hierher kaufen würde? Hör zu, wenn du jemanden reiches sagst, erkennst, sag ihm, dass ich das Ding für 250.000 Gold verscheuere, damit ich es endlich los bin. Okay, tschüss. Ich kauf's. Oh, Sekunde, du bist Teil eines Sammlerteams, nicht wahr? Tut mir leid, eine der seltsamen Verordnungen auf dieser Seite des Ozeans besagt, dass ich nur einem Teamchef davon eine verkaufen kann. Ja, fick dich doch. Den Teamchef? Ja. Arg, mach keine Witze. Du kannst sie dir offensichtlich nicht leisten. Ich will den Ball fangen. Ging das nicht auch mal? Dann hat doch irgendwer mega geheult, weil wir den Ball irgendwie ins Wasser gekickt haben oder so. Dabei Timing oder so in dem Wasser, ich weiß das nicht. Wie geil ist das denn? Ja, Hero, dieses Mädchen, ich habe es gerade erst getroffen, aber sie hat schon mein ganzes Leben geplant. Dann solltest du sie vielleicht abservieren. Niemals, wir sind ein echtes Superteam mit dem Ball. Wir haben ihn noch nicht einmal fallen lassen. Katja. Hero und ich werden eines Tages Volleyball-Profis sein und verheiratet noch dazu. Wir werden in Evergreen City leben, aber auch ein Strandhaus hier haben und eine Wohnung auf den Händlerinseln. Und wir fahren mit unserem Segelboot hin. Es wird entweder weiß bemalt oder einfach nur lackiert sein. Das habe ich noch nicht entschieden. Oh, und unsere beiden Hunde werden seefest sein, also keine Sorge wegen den beiden. Das ist alles so aufregend. Ich kann unser Assistent kaum abwarten. Kannst du bitte nochmal auf dieses Mädchen klicken? Ja. Erstmal da unten links über dem Namen. Es sieht ein bisschen aus, als wäre es ein Teil eines Nippels. Nein. Zweitens. Ahnst du diesen Blick, der deine Seele durchbohrt? Das ist pur Psycho. Holy shit. Ja. Okay. Miau. Sieht aus, als ob es hier Eis gibt. Hermann, das ist doch meiner. Oh Mann, hatte ich das nötig, nur ein kleines Päuschen in der Sonne, sich über nichts Sorgen machen zu müssen. Ist das nicht verrückt, wenn man so darüber nachdenkt? Du arbeitest dir seit Monaten den Bart ab. Nur für eine Woche des Nichtstuns. Sie hat auf dem Weg hierher die ganze Zeit über Eiscreme geredet, aber dann ist sie mit irgendeinem Jungen davon gerannt. Aber das ist schon okay. Mama hat mir genug Münzen für uns beide gegeben, also kriege ich jetzt 2 Stieleis. Das war wohl die Ex von ihr. Der Ex von ihr. Ja, nennen wir es Ex. Lass uns doch mal ein Eis kaufen, Sub. Geil. Oh, ich nehme die linke. Fischeis. Oh, das ist ein Typ. Unsere Eiscreme ist auf der ganzen Welt berühmt. Für manche ist sie sogar der Hauptgrund, nach Portemonnaie zu reisen. Hm.
diesen Laden zu betreiben, ist echt hart zu zweit. Das hier ist ein Urlaubsparadies, aber wir können kaum selbst eine Pause machen. Ja, können wir jetzt auch Eis kaufen? Milk und Molke heißen die. Lol, Milk? Aber wenn ich mir das jetzt mal angucke, also Apfel, Karotte, klingt nice, Karotte, Fisch, Ei, komisches Ei, Pilzeis. Pilze? Banane, ja. Weiß nicht, ob das eine Banane könnte sein, ja. Krabbe? Lebkuchen klingt nice. Ja. Kürbis, Zuckerstange ist auch nice. Gibt viel Nices dabei, aber auch viel, was ich niemals als Eis essen würde, glaube ich. Ja. Alter, kannst du mal bitte hier das türkisblaue Wasser ahnen? Ich möchte mal an so einem Ort in der Welt Urlaub machen, wo man wirklich so türkisblaues Wasser hat. Ja. Halten wir gerade Händchen? Vielleicht. Okay. Können, gehen wir in die Kirche hier und heiraten. Ja, mehr gibt's ja aber anscheinend auch nicht. Halleluja! Ups. Halleluja! Halleluja! Okay. So sehe ich doch unsere Hochzeit. Es ist voll geil. Ich bin bloß viel langsamer. Lol, warum bist du so krass langsam? Weiß ich nicht. Hä? Komm, ich hab Bock hier auf. Oh, da gibt's sogar eine Quest. Aber weißt du was, bevor wir uns das hier anschauen, wir nutzen jetzt hier die Pause und legen uns kurz an den Strand. Bis zum nächsten Part. Komm hier. Der ist dann demnächst irgendwann in 2 Tagen oder so. Ja, ich glaube in 2 Tagen. Ja. Dann Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal und bis dann. Tschüss.